Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In diesem Video habe ich wieder ein Unboxing für euch und zwar von der Look Fantastic Beauty Box. Bevor wir jetzt zu dem Inhalt von der Box kommen, noch ein paar Facts vorab zu der Box. Also sie kommt aus England, kommt immer so zur Mitte des Monats, erscheint wie gesagt einmal im Monat und hat verschiedene Abo-Varianten. Und kommt drauf an, für welche ihr euch entscheidet. Diesbezüglich ändert sich dann auch immer der Preis. Also es gibt wohl ab einem Monat fängt es an, dann 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate. Ich habe jetzt aktuell noch diese 3 Monats Abo-Variante gewählt. Da zahle ich dann 18 Euro pro Monat und pro Box. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob sich das jetzt vielleicht automatisch schon wieder verlängert hat. Muss ich mal gucken. Wenn ja, dann werdet ihr auf jeden Fall im Februar auch nochmal ein Video von mir sehen. Die Look Fantastic Beauty Box kommt in diesem Monat wieder in so einer Box. Letzten Monat hatten wir ja so eine blaue Samttasche, wo die Produkte drin waren. War auch ganz schön. Und diese Boxen benutze ich aber immer sehr, sehr gerne als Aufbewahrungsbox. Von daher freue ich mich auch immer, wenn wir so eine Box bekommen. Wenn ich den Deckel öffne, haben wir jetzt zuerst hier so einen QR-Code zum Scannen. Ist wahrscheinlich jetzt auch ab diesem Monat so. Es kommt ja immer, oder alle Beauty-Boxen wechseln mittlerweile zu diesem digitalen Leaflet. Den QR-Code einmal scannen und dann kriegt man nähere Infos zu den Produkten. Aber das lasse ich jetzt, sonst zieht sich das ja alles ewig lang hin. Wenn ich die Box öffne, sieht sie so aus. Hier haben wir schon mal einen kleinen Blick in die Box. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt einfach mal mit dem größten Produkt an. Das haben wir einmal hier. Und zwar ist es was von Brushworks. Ein Scalp Massaging Brush. Also es ist so eine Massagebürste. Kann ich euch gerade auch mal zeigen. Die sieht so aus. Und die ist dafür da, kann man sich hier schön an die Hand dran machen. Und beim Shampoonieren kann man dann einfach hier so, damit das Shampoo einarbeiten bzw. einfach die Kopfhaut massieren. Sowas kann ich bisher noch nicht. Und werde ich sehr, sehr gerne das nächste Mal einmal ausprobieren. Freue ich mich drüber. Dann machen wir weiter mit etwas kleinerem. Und zwar haben wir hier was von Lumen. Das sieht so aus. Und zwar ist es eine 72-Stunden-Hydra-Gelmaske, also eine Gelmaske, die Feuchtigkeit spendet, wohl bis zu 72 Stunden. 15 Milliliter haben wir hier drin und die soll man so 2 bis 3 Mal die Woche anwenden. Ich habe von dieser Marke schon so eine orangene Gelmaske, das ist glaube ich eine zum Aufhellen, so eine Brightening-Gelmaske. Die habe ich seit 2 oder 3 Mal verwendet, die war bei der Adventskalenderbestellung dabei, vertrage ich sehr, sehr gut. Also ich bin mal gespannt, wie die dann ist und ich finde, Feuchtigkeit kann meine Haut sowieso immer gebrauchen und vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit. Ich schaue jetzt mal gerade, seht ihr ja gerade, die ist noch hier zu, dann lasse ich die auch zu, bis ich sie dann benutze, weil das ja auch, man soll die ja nicht immer so lange offen lassen. Genau, aber freue ich mich drüber, wird sehr, sehr gerne getestet. Und ihr kennt es ja von meinen Produkten, sobald die leer sind, zeige ich die in meinem Aufgebraucht-Video, erzähle euch meine Erfahrungen dazu. Genau, dann machen wir hier mit etwas Größerem weiter, aber ich glaube, es ist auch keine Originalgröße, und zwar von Molton Brown haben wir hier in der Duftrichtung Orange und Bergamotte, Bad- und Schauergel, also Dusch- und Badegel, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache das jetzt gerade mal auf und rieche mal hier dran. Ja, das riecht so relativ frisch. Ist jetzt nicht so 100% mein Duft. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht riecht, aber jeder hat ja so immer so seine Lieblingsdüfte, die er gerne auch kauft. Aber werde ich auf jeden Fall gerne testen. Und benutzen und wie gesagt, es kommt dann auch auf jeden Fall in ein Aufgebraucht-Video von mir rein. Jetzt kruschel ich mal hier rum. Hier haben wir noch was Kleines und zwar von Dick the Lip, ein Original Nibble Balm. Sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob das eine Originalgröße ist. 8 Milliliter sind hier drin für trockene Haut. Das ist so ein Allrounder, würde ich sagen. Kann man auf die Lippen machen, auf die Ellenbogen. Je nachdem halt bei der Jahreszeit kann man sowas ja immer gut gebrauchen. Halt einfach, soll Feuchtigkeit wohl spenden. Ich mache den jetzt mal drauf. Sagen wir es mal so. Der hat hier auch so einen Spender, was man immer schon vom, ganz normalen Lippenbalm kennt. Ich habe mir jetzt mal sowas Kleines. Aber auf die Hand, aber das riecht nach nichts.
Ja, es riecht halt einfach pflegend und ist sehr reichhaltig, das merke ich jetzt schon. Ja, finde ich cool. Werde ich auch sehr, sehr gerne testen. Dann haben wir hier noch was, das kommt mir schon so ein bisschen bekannt vor, und zwar von Style Try Coconut and Fig, eine Haarmaske. Da hatten wir ja in der Goodie Box schon mal was drin. Das war aber, ich glaube, so eine Styling-Maske, aber nicht in dieser Duftrichtung. Deswegen mache ich die jetzt mal auf. Und guck mal. Ja, die riecht, huch. Die riecht, gut. Eher nach Kokos. Also ich merke jetzt eher den Kokosduft als den Feigenduft. So sieht sie aus, wie gesagt. Wir haben hier drin, jetzt muss ich mal gerade schauen. Steht hier gar nichts drauf, oder? Doch, hier vorne 50 Milliliter, reicht auf jeden Fall. Ist wie gesagt eine Haarmaske, ein bis zweimal soll man sowohl in der Woche anwenden, für 10 Minuten einwirken lassen und dann ganz normal ausspülen. Wird auf jeden Fall von mir auch getestet und probiert und benutzt. Und dann haben wir jetzt noch hier ein Produkt von This Works, 15 Milliliter, und zwar Morning Expert Hyaluron Serum. Das sieht so aus, ist wie gesagt ein Hyaluron Serum, soll man wohl, genau, morgens auch ins Gesicht einmassieren und an den Hals, um eben so einen Plumping-Effekt zu erreichen. Mit Hyaluronsäure und Vitamin C ist wohl auch hier drin. Genau, und soll halt einfach die Haut aufhellen. Ja, finde ich auch ganz cool. Ich guck, mach das jetzt mal gerade auf. Nee, dann lasse ich es auch zu, weil ich habe aktuell ein Serum. Da ist auf jeden Fall auch wieder so ein Papa vorne drauf. Dann lasse ich zu. Sonst hätte ich mir das gerne mal einfach angeschaut, mal dran gerochen. Genau, das waren jetzt die Produkte, weil die Box hier ist leer, wie ihr sehen könnt. So sieht's aus. Ich fasse jetzt einfach noch mal kurz zusammen und ich muss sagen, da war jetzt relativ viel Pflege drin. Ob für die Haare, ob für den Körper, allgemein, ne, zum Pflegen. Finde ich aber auch nicht schlecht, das passt jetzt einfach so in Januar rein. Also wir hatten, wie gesagt, einmal von Mountain Brown hier dieses Duschgel, Bergamotte und Orange. Dann hatten wir von Lumene, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine 72-Stunden Hydra-Gel-Maske. Finde ich auch sehr interessant. Dann hatten wir, wie gesagt, hier diesen Original Nippelbalm von Dr. Lip. Der ist ja optimal jetzt für die kalte Jahreszeit. Dann hatten wir, wie gesagt, dieses Morning Expert Hyaluronic Serum von This Works, 15 Milliliter. Bin ich auch sehr gespannt, freue ich mich drauf. Dann hatten wir hier was für die nächste Haarwäsche. Hier diesen Massage-Dings hier für die Haare. Finde ich auch ganz cool. Könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und wir hatten noch als 1, 2, 3, 4, 6. Produkt, genau, von Style Try hier diese Haarmaske, Feige und Kokos. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, es riecht mehr nach Kokos. Genau, also das waren jetzt die Produkte hier in meiner Box. Wie gesagt, das war die Januar-Box. Und ich bin mal gespannt, ob im Februar auch noch mal einer ankommt, weil ich mir, wie gesagt, nicht ganz oder 100% sicher bin, ob das Abo noch läuft, aber das werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben oder auch gerne einen Kommentar. Erzählt mir mal gerne, was euer Lieblingsprodukt hier in der Box drin war. Und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um nichts weiter oder keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, tschüss.